mit. Gut, ja, was machen wir in dieser Folge? Genau, wie gesagt, den Turm der Runen, den möchte ich gerne noch mitnehmen. Weil, wie gesagt, da gibt es eine VN. Und vor allen Dingen jede Menge drin. So, hab ich nicht überlegt. Ach so, ja, doch. Jetzt mal einsetzen. Ich brauche jetzt keine wilden Pokémon. So. Nein, ich möchte diesen Turm gerne ohne wirklich störende Zwischenfälle erkunden. Ja, es werden auch jetzt einige Trainer auftauchen. Krass, ein Gespenst, weg mit dir. Los, hilf mir meine Pokémon. Okay. Gut, danke. Gut, einsetzen kannst du so nicht. Keine Psycho-Attacke, das ist ein Kampf. Ach, ich hab mein Team nicht geheilt. Ich hab mein Team nicht geheilt. Ich glaube, wir bestehen das trotzdem irgendwie. Besonders reicht Level 5. Ja, das wird jetzt am Anfang aber die Stellen im Level gehen, aber. Ja, wie gesagt. Nicht allzu lange. Ja, du kannst. Ja, du kannst gegen. Das kannst du noch nicht einsetzen. Ich hätte das Felsgrab hier rausnehmen können als Blueprint. Dann kann ich versuchen. Ich weiß nicht, Felsgrab habe ich glaube ich nicht mehr. Scheiße. Aber wir haben ja dann ein Pokémon. Peter. Da setzen wir mal auf Krabbox. Ja, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee. Mal gucken, was es ist. Flügelschlag. Level 6. Ja, wie gesagt, am Anfang wird natürlich jetzt hier Energiefokus. Super, es ist ein Käfer-Pokémon, das ist für Krambox eigentlich nicht das Problem. Komm. Ausweg. So, der gute kleine Oscar ist besiegt. Ja, auch wenn die Folge manchmal ein bisschen kürzer werden, ich werde die immer nach Ereignissen schneiden. So ein bisschen, dass wir jetzt hier der Turm der Runen in seinen vollen Untergrundhöhlen oder davor die Folge die 209. Aber Route 208 zum Beispiel, das war nur irgendwie eine 10-Minuten-Folge rum. Fand ich mir selber ein bisschen kurz. Oh, aber. So. Dann sind wir am nächsten schon. Wie gesagt, hier unten gibt es zwei coole Items. Unter anderem der VM. Deswegen lohnt sich das hier hochzugehen. Ich habe alles mit der Pokémon verloren und daran ist nur das verflixte Team Galactic schuld. Das werde ich mir nie verzeihen. Ja, vollkommen verständlich, klar. Aufbold, Vigor. Mit einem. Och Gott, mit einem. Ich dachte mir, jetzt kommt so ein Kampf-Pokémon. Also die sind normalerweise auch diese Aufbolde, die haben ja meistens immer sowas wie Kampf-Pokémon, so Machrollo, Megi und sowas. Also, natürlich. Verwirr mich das auch. Was? Einfach so durchkommen. Was soll diese Stimme? Was soll diese Stimme? Ist nicht das Pferd. Was soll diese Stimme? Ist mit Pferd. Ja, ich muss da durchkommen. Ich sehe, durch die Attacke von dir. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt mal tauschen. Scheiße, Bitterkuss. Ja, das ist es halt, ne? Ich muss jetzt da ein bisschen aufpassen. Deswegen wechsle ich auch Librin. Librin vom Typ
unter... Ach, jetzt muss ich mit dir. Noch ein paar Aufwecker. Deine Scheißegale sind gemischt. So, drauf mit Metallklaue. So, Hammer. Können wir zwei Wasserattacken und zwei Stahlattacken rein. Das wäre vielleicht auch, wenn wir Glück haben, können wir Stahlflügel dazu nehmen. Eine Sonne reicht Level 8. Wie gesagt, es dauert dann eine Weile, bis es dann auf Temperatur ist, aber es wird, denke ich mal, ein cooles Pokémon. Ich guck mal, was über von den Wesern. Also nicht, dass es mich jetzt groß interessieren würde. Aber, also was heißt groß interessieren? Mir ist es dann letztendlich egal, was für ein Wesen ist. Ich will es einfach nur Interesse halber wissen. Also Angriff und Verteidigung sinkt. Ja gut, Verteidigung wird's, hat jetzt natürlich noch nicht viel. Wird aber durch das alte Typ Gestein sowieso stark werden. Angriff ist okay, dann müssten wir es eher physisch spielen. Ah, wie spielt es aber, wenn ich Bock drauf habe? Ich denke noch irgendwas mit Steinhagel, Erdbeben und sowas halt. Aber gut, ich guck mal, was da für ein Moveset noch rauskommt. So, dann haben wir den nächsten Trainer. Ach, scheiße, ich hab ein Geheimnis. Ich kann mir nicht erklären, aber warum ich hier mit dem kämpfe. So, Pokefan. Ein Pokefan mit Benzoi. Nein, Pichu. Ich weiß, es ist jetzt ekelhaft riskant. Warte, warte mal, Moment. Ja, gut, okay. Bevor das jetzt keine Russe gibt, haben wir weiter, um auf Pichu zu gehen. Ja, boah. Pikachu wird es nicht mehr reichen. Ich glaube, Rhyhidon ist die gute Idee, weil für die ganzen Elektro-Pokémon. Denke ich mal, mit Erdbeben ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So, und auf Team Galactic durchaus mal Gift-Pokémon einsetzen. Das ist gleich auch noch dieses Gang-Gefühl. Auch keine schlechte Wahl. Ich denke mal, es wird schon werden. Wir kriegen schon gut. Denke mir, dass es mal passt. Es ist kein also Allerwelt-Pokémon, also nehmen wir es einfach mal rein. Und dann fehlt es nur noch ein Teammitglied und dann hätten wir es. So, du hast ein weiteres Pichu. Ja, ich bin paralysiert. Paralyse da, ja. Was hast du gut getan? Ja, verloren, mein Freund. So, ich muss mein Team mal heilen, weil das ist mir so einfach zu riskant. Aber wo mal kurz gucken, weil eigentlich gucken wir dann überhaupt zu Rhyhidon weiterentwickelt. So. So, mal gucken. Hat es nicht gemeint. Gucken wir dann. So, 8. Generation natürlich. Okay, Antikkraft, Kopfstoß kannst du auch lernen.
Also bei gut gestalteter Attacke, dann wahrscheinlich noch Erdbeben und Schockwelle dazu. Oder ich nehme wahrscheinlich einmal Antikraft, vielleicht Kopfschuss raus oder Antikraft raus und dann wird er Steinhagel rein. Steinhagel, Erdbeben. Ja, muss ich gucken. Ich weiß es noch nicht, wie ich spiele. Ich weiß es noch nicht. So, okay. Was ich jetzt machen wollte, ist eigentlich mal die malen. Ich rede jetzt gerade ein bisschen über Rabeinern. Apropos, ich wollte wissen, welches Level. Alles klar. Alles klar. Level 30. Oh, ist er nicht mehr. Das kriegen wir schnell hin. Denke ich mal. So. Gut. Dann haben wir diesen Poke-Fan auch. Dann haben wir hier noch einen. Ich mach mein Komma schütteln. Bitte, bitte, bitte. Okay. Gut, dann haben wir jetzt auch wieder unser kleines Medizin. Ich bereue es gerade tatsächlich, dass ich das nicht geheilt habe. Okay. Ja, ich hoffe, dass wir alsbald den nächsten Mal haben. Das wäre super. Ja, mit 10. Ah, scheiße, die zwei Trainer. Wenn man Pokémon dabei hat, sollte man auch kämpfen, wie finde ich. Egal, wo man gerade ist. Ein Pokémon ist im Händen davor. Ich zeig dir noch, was ich meine. Ach, das ist ein Farmer und seine Tochter. Ich dachte, das wäre ein Typ. Farmer und Wanderer oder sowas. Na gut. Das heißt, ich muss wechseln. Die bringen auf alle Fälle. Krabos. Na komm, tausch den mal die beide aus. Es wird so zu heiß da. Gerade. Die werden natürlich jetzt beide anfangen können. Felskraben auf jeden Fall von Lita mal. Ich heiße, es hätte auch ein Wasserfall getan. Und Barbelie kriegt die Flügelschlag ab. Sehr gut. Krabbuchse halt. Jawohl, Bonita auch da. Medizin Level 25 brauche ich jetzt noch, glaube ich, meines Wissens. Ne, 12 Level brauche ich noch. 37 entwickelt sich das mal, glaube ich. Du bist mal dran, du bist auch in Topform. Mama, du hast eine Menge Energie in dir. Tja. So, eigentlich war der Plan, an den Eisenminuten mal ranzukommen. Hier vorne stehen schon wieder zwei Leute. Hier ist die Team 27 Fußtritt. Das ist eine Kampfattacke, die zum Beispiel unser Medizin gelernt hat. Ich glaube, ihr könnt hier drum die Trainer noch abkürzen. Ich will es nicht. Ich nehme es mit.
Ich will mich hier gar nicht blamieren. Schon gar nicht, wenn Ben dabei ist. Ich glaube, ich will mich blamieren. Das war ich schon meine Freundin.